Die Behandlung von gynäkologischen Krebserkrankungen gehört zu den komplexesten und sicherlich auch aufwendigsten Themengebieten, die wir hier in der Klinik behandeln. Solche Patienten gehören heutzutage in dafür spezialisierte Einrichtungen, sogenannte gynäkologische Krebszentren. Nur dort ist wirklich sichergestellt, dass all die Spezialisten, die zur Behandlung nötig sind, auch wirklich gemeinsam und in einer gut abgestimmten Art und Weise die Behandlung koordinieren. Ein ganz, ganz entscheidender Schritt in der Therapie aller gynäkologischen Krebserkrankungen ist die operative Behandlung, die oft sehr aufwendig ist und sehr hohe Spezialisierung erfordert. Sehr wichtig ist es natürlich auch hier die entsprechenden Fachdisziplinen wie Chirurgie, Urologie, Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie wirklich Hand in Hand miteinander arbeiten, um ein optimales Behandlungsergebnis zu erreichen. Bevor die Behandlung geplant wird und durchgeführt wird, ist es entscheidend, ein gutes Behandlungskonzept zu entwickeln. Dazu sind Voruntersuchungen nötig, eventuell weitergehende bildgebende Untersuchungen, CT-Untersuchungen nötig, die gynäkologische Untersuchung. Und erst dann kann das Konzept wirklich festgelegt werden, was für eine Patientin besonders geeignet ist. Krebserkrankungen in der gynäkologischen Onkologie sind praktisch nie Notfälle. Eine Brustkrebserkrankung beispielsweise besteht bei Diagnose oft schon über viele Jahre. Das macht es deutlich, dass eine besonders schnell durchgeführte Therapie zum einen nicht nötig ist und zum anderen oft auch in die falsche Richtung läuft. Das Entscheidende ist die wirklich gute Vernetzung der verschiedenen Therapieoptionen, die wir haben, sei es medikamentöse Therapie, sei es operative Therapie, sei es Strahlentherapie, um für eine Patientin ein gutes und wirklich effektives Konzept zu erstellen. Schnell operieren ist da eigentlich keine Option, das kann man zwar machen, aber das Ergebnis davon ist dann nicht notwendigerweise gut.